Hallo ihr Lieben, willkommen zurück in meiner Küche und zu einem neuen Video von mir. In meinem heutigen Video bereite ich was mit diesem leckeren Toffifee hier zu. Und zwar eine Mousse au Toffifee. Die kommt bei allen immer super an, wenn ich die serviere. Und wenn ihr die mal nachmachen möchtet, dann bleibt jetzt dran, denn ich zeige euch, wie ihr die im Thermomix zubereiten könnt. Für die Toffifee-Mousse benötigt ihr 24 Stück von den Toffifee. Ganz wichtig ist, dass sie ungefähr 30 bis 60 Minuten im Gefrierschrank gelegen haben, bevor ihr sie im Mixtopf bearbeitet. Und dann benötigen wir 500 Gramm Rama Creme Fine zum Aufschlagen. Das ist es schon. Die gefrorenen Toffifee geben wir nun in den Mixtopf. Kleinern wir nun für 20 Sekunden. Auf der Stufe 7. Ein Tipp von mir, da es jetzt sehr laut wird, wenn die gefrorenen Toffifee gegen den Mixtopf schlagen, steckt euch Ohrenstöpsel in die Ohren. So sehen nun die zerkleinerten Toffifee aus. Da geben wir jetzt die Rama Creme Fine dazu. Da schlagen wir jetzt zur Mousse 1,5 Minuten im Linkslauf auf der Stufe 6. So sieht die Mousse nun aus und ihr könnt sie in eine Servierschüssel umfüllen. Wenn bei euch auch noch so viel unter dem Messer hängt, dann stellt den Thermomix gerade noch mal auf Turbostufe ein und dann wird das an die Seite geschleudert und dann bekommt ihr das auch raus. Wenn ihr noch ein paar Toffifee übrig habt, dann könnt ihr sie jetzt gerade noch dekorativ auf die Mousse oben drauf setzen. Dann weiß jeder, was für ein Nachtisch das ist. Und fertig ist eure Mousse au Toffifee. Jetzt habt ihr gesehen, wie einfach diese Mousse zuzubereiten geht. Macht sie doch mal nach und bringt sie bei der nächsten Grillfeier oder Geburtstagsfeier mit. Ich sage euch, die kommt bei jedem gut an. Die hat bestimmt noch vorher keiner gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir wie immer einen Daumen nach oben. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Video in meiner Küche. Bis bald, eure Vanessa.